ist die erste Talkshow der Woche. Freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Bei mir einer der erfolgreichsten Musiker der Schweiz von der letzten Jahr mit vielen Nummer 1 Hit. Sein Name ist Blick. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Wer bist du, Blick? Wer bin ich? Schweizer Mundartkünstler seit 15 Jahren. Unternehmer und Sportfan. Ja. Und Sportfan, okay. Und als Typ, was bist du als Typ? Als Typ kreativ, manchmal aufbrausend, je nachdem, was für Interviewfragen man mir stellt. Und. Vielversprechend Anfang. Jemand mit vielen Ideen, die sie dann auch umsetzen will. Okay, ich habe ein Zitat gefunden von dir. Blick ist eine laute Person. Marco Blickensdorfer, das ist dein eigentlicher Name, ist introvertiert. Genau das Gegenteil. Also, du spielst eine Rolle. Ich glaube, jeder Künstler, der in irgendeiner Form auf der Bühne steht, spielt ein Stück weit eine Rolle. Bei mir ist es aber so, dass doch viel persönliches Einfluss findet. Aber gleich, wenn du introvertiert bist, dann ist eigentlich auf der Bühne fast schon ein grosser Preis, den du da musst zahlen, weil das ist nicht unbedingt etwas, was man als Introvertierter macht. Also ich muss sagen, der Zeitpunkt, wo meine Karriere dann irgendwann wird ein Ende finden und ich vielleicht von der Öffentlichkeit zurücktreten kann, auf den freue ich mich schon ein Stück weit, was nicht will heißt, dass ich die Sachen, die ich jetzt mache, dass ich mich nicht freue, über die jetzt machen. Aber es ist so, ich bin privat eher eine ruhigere Person. Also an einem Geburtstagsfest von Kollegen bin ich jetzt nicht der Lütigste. Auf der Bühne jedoch sieht es anders aus. Genau. Schauen wir mal an, wie das auf der Bühne aussieht. Das ist Swiss Music Award in diesem Jahr. Flick! Und hast du an diesem Abend gerade das Konzert gehabt, im Volkshaus. Also Hammer! Also nicht nur, dass du dort im Saal warst, sondern deine Fans haben gerade noch live mitbekommen. Es ist nicht übertreibt. Das war gross im Moment dort. Super, es war ein super Moment, weil wir haben 4 Volkshaus-Shows in Zürich hintereinander gemacht. Das war, glaube ich, die dritte im Rahmen der Service Public Tour. Ist total in diesem Tour-Flash inne und parallel dazu wird man noch nominiert. Aber du hast gewusst, dass du eine Chance hast zu gewinnen? Ja, ich habe gewusst, ja. Ich bin nominiert. Weil das Fernsehen hat ja aufgebaut, da hat man also angenommen, die bauen auf, wenn sie wissen, dass du gewinnst, oder? Nicht ganz, nein. Nicht ganz. Also, okay. Es ist alles aufgebaut worden, man hat gewusst, dass die Chance besteht. Und es ist wirklich, aber selbst möglich passiert, das haben wir nicht gewusst. Also du kommst aus Schwammendingen, hast italienische Wurzeln, bist aber kein Secondo, hast du mir mal gesagt. Genau. Wie ist das möglich? Ich glaube, meine Mutter ist ein Secondo. Sie ist Tochter von einem italienischen Pärchen. Ich bin so gesehen nur ein halbes Secondo. Halbes Secondo oder der Sohn von einem Secondo. Okay, und kannst du nicht mal Italienisch? Es ist aber irgendwie etwas schiefgelaufen. Irgendwie hat es bis zu meiner Mutter geschafft, das Italienisch zu reden. Es wird auch Italienisch geredet, aus einem Familienfest. Nur meine Generation von meinem Bruder und meiner Schwester, wir verstehen nicht. Also, deine Karriere ist vor 15 Jahren losgegangen. Hast du ja die erste Lehre gemacht und so. Und dann ist am Anfang ziemlich viel schief gegangen. Betreibungen ohne Ende. Hast nicht einmal genug gehabt zum Essen hier und da gesagt. Und dann mit 26 zurück zu Mama. Hast du irgendwie Unterschlupf finden und dort eine warme Mahlzeit nehmen? Wie war das als 26-Jähriger? Ja, für eine Person wie ich, die doch eher selbstständig fungiert, war das ein herber Schlag. Also nicht wegen meiner Mutter, sondern einfach als 26-Jähriger nochmal zurück. Das waren allerdings nur 3 Monate. Das war eine Übergangsphase, bis ich etwas Neues gefunden habe. Aber trotzdem. Was hat die Mama gesagt? Hey, Bub, lehr doch etwas Richtiges. Mach mal etwas Seriöses. Dann ist schon langsam ein Zeitpunkt gekommen. Also von Anfang an, ich habe meinem Vater gesagt, ich sei Musik interessiert, das hat er gewusst, so im jugendlichen Alter. Und ihm ist einfach wichtig, dass ich eine Lehre abschließe. Ja, das hast du gemacht auf einem Beruf, der dich aber nicht so interessiert. Das habe ich gemacht auf einem handwerklichen Beruf, wo ich ganz okay gefunden habe zu dieser Zeit, aber das war nicht mein Main Goal gewesen. Sondern so. Musik. Kreativ etwas zu machen, ja, muss ich. Also, du hast dann den Zürich-Rap erfunden, wenn man so sagen kann. Aber Rap kommt ja aus dem Ghetto, kommt von den Schwarzen, hat ethnische Fallhöhe etc. Das hat alles bei dir nicht gehabt. Also kann es nicht ganz das richtige Ding sein, oder? Das richtige was? Ja, eben der richtige Rap. Aus dem Schmerz, aus dem Underdog-Gefühl, auch wenn man aus Schwammendingen kommt, ist dann doch nicht ganz Bronx. Nein, natürlich nicht. Das war ja nie ein Ziel. Also ich finde die ganzen amerikanisierten, die Europäer, die versuchen, das amerikanische Klischee aufrechtzuerhalten, das finde ich relativ vorig. Rap ist eine Kultur, die ursprünglich aus Amerika, aus den Ghettos kommt. Das ist so. Bluesmusik kommt auch ursprünglich von den Schwarzen und aus dem Süden der Staaten und hat seinen Weg dann auf Europa gefunden. Mittlerweile mit der Globalisierung ist das alles nicht mehr so ein Thema.
wie dort zumal, sagen wir, in den 80er oder 90er Jahren. Aber das hat auch Kritiker auf den Plan gerufen. Einer davon hat Folgendes über dich gesagt. Es ist klar, die Szene lacht ihn aus. Also, es ist weit entfernt vom Rap und weit entfernt vom Hip-Hop. Das ist alles ein bisschen zu seicht, ein bisschen zu leichtfüßig, ein bisschen zu abgeklärt und kommerziell natürlich. Was sagst du da dazu? Dazu sage ich nicht viel, weil der nette Herr, der hier redet, ist der Herr, der meine allererste Freestyle-Platte damals pressen lassen hat in der Tschechei. Das war anfänglich ein guter Kollege. Und wie es halt so ist, wenn man unter Kollegen ist, wenn jemand erfolgreich wird und die anderen bleiben dann halt irgendwann durch ein bisschen hängen. Ist das der Neid, der da rauskommt? Kann durchaus sein. Ich gehe davon aus, dass ihm meine Musik, wie sie heutzutage stattfindet, nicht mehr gefällt. Das wird auch x anderen so gegangen sein. Ich komme ursprünglich aus einer Subkultur raus. Nur bin ich mittlerweile 38. Und ich habe keinen Bock, mit 38 zu tönen wie mit 18. Er sagt zu kommerziell, das tönt so, wie wenn das ein Schimpfwort wäre. Für dich ist das überhaupt nicht, oder? Absolut nicht. Nicht, oder? Kommerziell ist erfolgreich und das ist das, was du auch suchst, oder? Klar, jeder, der eine Platte macht, oder das sind Leute aus einer Untergrundszene, wie sie vor 15 Jahren noch existiert haben. Mittlerweile existiert auch die nicht mehr gross. Ah, er sagt, in der Szene lacht man dich aus. Ja, in der Szene, wo er hängen geblieben ist, wahrscheinlich. Ja. Was gar nicht mehr gibt. Was gar nicht mehr gibt. Okay, klare Wort. Aber du hast auch über dich selber etwas mal sehr Kritisches gesagt. Und ich weiss jetzt nicht, ob du das ironisch gemeint hast oder ernst. Schauen wir uns doch mal an. Ich mache stupide Popmusik, das ist repetitiv und einfach zu merken. Stupide Popmusik? Ja. Meinst du das? Wenn man es vergleicht mit klassischer Musik, mit sagen wir Bach oder Haydn oder keine Ahnung, dann ist das natürlich. Popmusik ist sehr einfach. Mhm. Primitiv muss nicht gleich schlecht heißen, sondern. Aber stupid ist negativ. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich in einem angetrunkenen Zustand. Ja, gibt es das bei dir? Du gibst in angetrunkenem Zustand ja, jetzt, du Interviews? Ja, da schon. Die fangen einem ja immer ab, Events, wenn alles schon spät ist. Aber nein, mit stupid meine ich eigentlich eher simpel. Und simpel bleiben ist gar nicht so einfach. Mhm. Aber du hast auch im Zusammenhang gemerkt mit der Emil, deine damalige Partnerin, die glaube ich, ein bisschen mehr kunstvoll und ein bisschen schwierigere Sachen gemacht hat. Aber du warst dann erfolgreich gewesen, und sie war weniger erfolgreich gewesen, oder? Ist das vielleicht da? Stupide, für Schlusszeichen von dir, funktioniert einfach besser? Boah, das würde ich so nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass meine Musik stupide ist, wenn meine Texte... Du hast doch gesagt! Ich würde mich nie getrauen, so etwas zu sagen, wenn du es nicht vorgegeben hast. Ja, nein. Also von der Produktion gemeint war es eigentlich simpel. Also, es ist ein einfaches Handwerk. Popmusik ist sehr einfach. Ein Aufbau von den Arrangements her und alles. Mhm. Aber es ist eine höhere Kunst, einfach zu sein. Und ich glaube, wer meine Texte kennt, der weiß, dass da eine gewisse Eloquenz dahinter die ist. Die Texte sind grossartig, von allen Sachen, die du kannst. Was kannst du eigentlich am besten? Texten, singen, komponieren, showmäßig auf der Bühne stehen? Was meinst du? Ich glaube schon, dass meine Stärke im Texten liegt. Ja. Hast du das relativ früh gemerkt? Ja, ich habe immer schon Freude an Wortspielen gehabt. Oder generell, ich habe immer sehr viel gelesen. Mhm. Es gibt auch andere Künstler aus der Literatur oder Künstler aus der Poetry Slam Szene, die ich sehr interessant finde. Da gibt es ganz grosse darunter. Reinhard May und all das Zeug. Money Matter früher, das hat mich schon beeinflusst. Aber du bist auch, und das finde ich ja toll an dir, eben nicht nur in diesem Zitat, sondern bist auch sonst kritisch gewesen gegenüber dem, was du machst. Zum Beispiel mal in diesem Song. Mein Herz, mehr habe ich nicht. Sag jetzt bitte nicht, dass ich eh alles gehört. Mein Herz ist es gut, es gibt nur Angst, was alles schon passiert. Sieht gut aus übrigens, das ist auch nicht gut. Alles schon gehört. Ja. Alles schon mal gehört, nichts Neues. Alles repetitiv. Nicht auf Musik bezogen, im Songtext. Der Songtext, den hättest du aber richtig hören müssen. Ja. Der geht um Beziehung, also zwischen Mann und Frau. Ja, aber jetzt so, wenn man es gehört als Refrain, natürlich hat man das Gefühl, man bezieht sich auch auf... Nö, wenn man es richtig hört, dann nicht. Und der Song zu dieser Zeit war sehr bahnbrechend, gewesen, weil es ist ein Rap mit R&B-Einfluss war, bis es zu dieser Zeit einfach noch nicht gegeben hat. Und dann auf Mundart. Genau. Ist es erfolgreich gewesen? Alles schon mal gehört, ist sehr erfolgreich. Ja, aber richtig Erfolg hast du dann auch mit anderem gehabt. Unter anderem 2000, glaube ich, 8 oder 7 mit Volksmusik. Zusammen mit den Alters, oder? Das war ein Experiment. Oder? Das ist ein Experiment. Bist du um Platz 7 in den Charts bist du da gekommen.
Das hat mich eigentlich nicht so interessiert. Das kann man machen. Mich hat etwas anderes viel mehr in diesem Fall interessiert. Nämlich die folgende Aussage von Herrn Ich habe ihn im Internet angeschaut. Und dann habe ich gedacht, die Frisur ist gut und das Aussehen alles miteinander. Also das dürfen wir probieren. Nein, aber sag mal. Den habe ich auch gesehen, den habe ich auch witzig. Ja, aber eben, dass du mit solchen Leuten zusammenarbeitest und dich nach der Frisur bewerten, wenn du jetzt lange Haare gehabt hättest, hätte das nicht mit dir gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel er in dieser ganzen alten Fraktion wirklich zu sagen hatte. Das ist einer der Hans-Jörg Freunde, so ein bisschen der Leader gewesen, ist jemand in meinem Alter. Wahrscheinlich haben sie es hier gerade den Falsch von der Kamera nicht bekommen. Ja, gleich, aber nur die Idee, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die jüngere Musiker, also nicht irgendwie nur die auf dem Bau arbeiten oder in der Bank, nach der Frisur beurteilen, ist eigentlich nicht deine Szene gewesen, oder? Eigentlich gar nicht. Also oder? Generell ist das gar nicht meine Szene gewesen. Es ist enorm weird gsi zu diesem Zeitpunkt die zwei Musik ja. Stilrichtungen, das ist wie Öl und Wasser, vor allem zu dieser Zeit. Und das ist aber das, was für mich auch ein Stück weit interessant gemacht hat. Oder? Okay, und das hat ja dann auch eine Zeit lang funktioniert. Du hast vorher gesagt, eben, Musik ist das eine, Texte sind andere. Zum Beispiel Mundart von deinem jüngsten Album, oder? Hören wir uns da mal doch kurz etwas daraus an. Wenn die Musik... Wenn die Texte so originell sind wie bei Mundart, ich habe das auf Anhieb habe ich das super gefunden. Aber irgendwann einmal, weißt, wenn es Gags drin hat, und es hat viele Gags drin, wird es dann auch schneller langweilig. Als Song selber, das meinst du wahrscheinlich, als Song zum Hören, glaube ich schon. Oder? Also das war mir ganz bewusst gewesen, am Anfang, als ich den Song geschrieben habe, dass dieser Song sicher nicht wird. So lange Lebzeit haben wie jetzt beispielsweise Rosalie oder so oder sonst etwas. Man kennt den Jokes und alles, aber das Musikalische spielt immer noch. Nein, also würde ich wirklich, ich habe das wirklich sehr aufwendig Texte gefunden mit diesen verschiedenen Dialekten und so. Du bist ja nicht politisch in deinen Songs, oder? Nein. Zwischen den Zielen habe ich so. Zwischen den Zielen? Nein, einmal bist du auch in den Zielen. Das ist ein Fall gehabt. Der Fall Blocher, meinst du? Genau. Hast du dich dort reinnehmen auf dem Stress und vom Kreis 2005? Fuck, Blocher, man muss es jetzt so sagen, damit man es auch richtig versteht. Also ziemlich hart, ich habe da auch noch Text von dir. Das ist also, soll ich dir vorlesen oder ist es ein bisschen zu hart? Ja, du kannst es schon vorlesen, also, aber ich kann dir auch deine Frage. Rassismus, stopp, Faschismus, stopp, das ist von dir. Genau. Also du hast den Blocher als Faschist bezeichnet. Nein, jetzt nicht so direkt. Ja, nicht so direkt. Nein, direkter kann man es dann sagen. Du hast jetzt einfach die Ziele rausgeholt. Ja, klar. Der Text hat ja mehr Ziele drin. Genau, aber das war das Fazit vom Ganzen. Es ist damals um die Kampagne gegangen, die sie gestartet haben, wo primär den Stress und den Greis gefunden haben, nein, es geht nicht, machst du auch mit, wir machen zusammen und so. Eben, darum frage ich, bist du eigentlich ein bisschen aufgesprungen und hast im Nachhinein bedauert? Nein, nicht. Weil nachher hast du immer gesagt, eben, politisch nicht, weil wie viel? 26% wählen die SVP, das sind vielleicht auch 26 oder vielleicht sogar 30% von deinen Zuschauern und Plattenkäufer, die willst du offenbar nicht mehr verärgern mit solchen politischen Aktionen. Nein, das hat nichts mit dem zu tun. Natürlich kann man das jetzt so sehen, aber das hat eher damit zu tun, dass man älter wird und irgendwie ein gewisses Rebellentum. Ich hatte einen ganz anderen Songtext, wo du jetzt wahrscheinlich in der Sendung nicht mal einzelne Wörter dürftest zitieren. Nein, aber man wird ja ein bisschen älter und ein bisschen gemächlicher. Ehrlich, okay. Der ganz grosse Durchbruch ist eben der Song, den du vorher erwähnt hast, «Rosalie». Das war, glaube ich, so ein Knaller, der funktioniert hat. Und jetzt frage ich dich, wo du den gemacht hast. Hast du gewusst, dass das der grosse Knaller wird? Überhaupt nicht. Ich habe den Song geschrieben und das ist einer von meinen Songs, wo ich so schnell habe ich glaube noch nie einen Song geschrieben. Der ganze Text ist in 3 Stunden entstanden. Irgendwo über die Nacht, am nächsten Tag einen Studiotermin gehabt und wusste, ich muss jetzt mit einem Text kommen zum Grundbeat, den es gegeben hat. Also innerhalb 3 Stunden geschrieben, den nächsten Tag aufgenommen. Der Song ist dann auf die Seite gelegt worden. Man hat auf die Seite gelegt worden? Für den Moment. Ja, hat hast du das Gefühl, das ist nicht so wahnsinnig gut? Nein, man hat einen anderen Song geschafft von 0816. Und ich weiß noch, mein Vater zeigt mein Vater ist das wird jetzt aber gar nie ein Hit. Und ehrlich? Für mich persönlich ist es auch nicht mein Favoritensong. Es gibt andere Songs von mir, die ich lieber habe, aber das sind meistens aber Songs. Du sagst doch, ein anderes Zitat von dir habe ich gefunden, wo du sagst, ich weiss ungefähr, was die Leute wollen. Also ich weiss, was funktioniert und was nicht. Und ausgerechnet bei deinem grössten Hit hat es offenbar nicht funktioniert. Das ich habe das Hit-Potenzial dahinter schon gesehen. Hat es aber anders gemacht? Nein, ich habe das Hitpotenzial hinter all diesen Songs. Von dem Album 0816 hat jeder Song so seine Berechtigung und hätte ein Radiosingle werden können. «Rosalie» war nicht mein Favoritensong. Okay, vielleicht muss es so sagen. Und wo es dann so abgegangen ist? Wow. Ist mein Favoritensong geworden. Ist ja klar. Also, du bist in den Medien nicht nur wegen deiner Musik, sondern auch
Als Ladiesman hast du verschiedene prominente Freundinnen gehabt. Haben wir mal vier, da haben wir da ausgewählt. Und ich habe mir überlegt, wenn man das die Damen jetzt anschaut, was ist so dein Beuteschema? Das Beuteschema? Ja. Ja, das sind natürlich schon ein paar Journalisten gekommen. Sagen wir mal, muss es immer eine Frau aus der Unterhaltungsbranche sein? Also, und vom Typ her vielleicht ein bisschen ähnlich, ja. Vom Typ her sehe ich aber größere Unterschiede, oder? Du bist sehr tolerant in Sachen Typ. Ich bin sehr tolerant. Oder sehr, was soll ich sagen, offen. Ja, ich bin generell sehr offen. Die jüngste Freundin sieht man rechts unten, die ist aus deinem Team raus. Also hast du dich eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen salopp formulieren will, im Personal bedient. Scheiss nicht dort, wo du isst, ist Roger. Also, eben! Und das hast du gemacht? Ja, nachdem du fertig warst. Nein, das ist tatsächlich passiert. Und, das gute Birn ist, sie ist Italienerin. Vielleicht habe ich jetzt die Chance, die Sprache doch noch zu lernen. Weil du willst ja noch etwas anderes, viel wichtiger. Und ist dir viel näher. Du willst ja Vater werden, seit vielen Jahren. Dein Vater ist ja Vater, wo du mit 20 warst, deine Mutter war 17 und du bist 38. Was ist schiefgelaufen? Meine Karriere. Ich habe irgendwie den Weg gefunden und es hat mir Platz gemacht werden. Ich habe die Karriere in dieser Grössenordnung, so habe ich oft ja schon in Interviews gesagt, nie angestrebt. Ja. Also irgendwann ist die Zeit es ist einfach passiert und man hat es nicht können verhindern. Natürlich nicht, aber es ist natürlich nicht. Man hat einen gewissen Erfolg angestrebt und gesagt, es wäre schön können, davor zu leben. Das ist ein dehnbarer Begriff. Und ich weiss noch, bei 0816, als er es rausgebracht hat, Gold. Gold wäre cool gewesen, wenn wir das machen. Was zu dieser Zeit noch, glaube ich, 15'000 verkaufte Zeit. Was auch nicht viel ist. Mittlerweile ist es fünffach Platin, das ist 10-mal Gold. Gut. Das habe ich nie so angestrebt. Mhm. Gut. Aber man reitet die Wellen natürlich, wenn sie kommt. Also man kommt aber man kann ja einen Beruf haben und auch noch ein Kind haben. Weil du hast folgenden Satz gesagt, und den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Achtung. Gott wollte Platin statt Kinder für mich. Das heißt, ist der Schweizerin. Ja, eben, ich meine, da gehst ja du deine Zeit an. Ja. Gott und wollte Platin statt Kinder für mich. Der Gott hat das willen. Und was hat denn der Blick gewählt? Ich weiß doch nicht, wer das hat willen. Das ist irgendwie, ob das Schicksal ist oder. Das hat einfach den Weg so gefunden. Es hat nicht willen so sein. Was hat es denn irgendwie krank, das Ganze? Also, du willst jetzt, dass ich nicht früher jetzt, Vater geworden bin. Ja, dass du bis jetzt noch nicht Vater geworden bist. Weil du sagst in Interviews seit 10 Jahren, du hättest gerne Vater werden. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist also wirklich ein Problem. Also, vielleicht brauchst du noch ein paar Tipps. Ja, wer weiß ich? Vielleicht das weißt du nicht. Du weißt ja nicht, bevor du es nicht probiert hast. Du weißt ja nicht, ob du fruchtbar bist als Mann beispielsweise. Hast du Zweifel? Hast du dich abklären lassen? Nein, ich habe keine Zweifel. Was? Du weißt ja auch nicht, was der Stand ist im Moment. Der Stand ist? Du sagst mir jetzt. Du sagst mir jetzt den Stand. Jetzt bist du mit vielen privaten Sachen, das langt langsam. Nein, aber das kann man ja abtesten. Also ich meine, wie sagt man, du hast Spermienzahl und so. Bist du testen? Das geht doch dich nicht an. Ja, nein, wenn du sagst, du weißt nicht, ob du fruchtbar bist, ist das offenbar. Wäre das für dich schlimm, jetzt als Rocker und als Rapper? Wenn ich nicht fruchtbar wäre? Genau. Nein, ich glaube, das muss man immer noch, das muss man immer noch Gottes Hand überlassen. Oder wer auch immer hinter dem grossen Masterplan steckt, da kannst du ja zum Teil nichts dafür. Also, da können die Leute nichts dafür. Ja, klar. Aber man muss es ja ausprobieren, eigentlich, um es herauszufinden. Genau. Es sei denn, ich melde mich irgendwo an, um das medizinisch testen zu lassen. Genau. Und das hast du jetzt gemacht oder nicht? Einfach damit wir es abschliessen können. Nein, das habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Wieso hast du Angst? Dass ich nicht Vater werde? Ja. Ich weiß, dass ich wirklich Vater bin. Ah, du weißt es. Ja. Also, es ist doch, ich komme dann zu dir ein paar Tipps geholt. Genau, es ist doch etwas in der Pipeline. Also, du bist ja so früher von Journalisten bezeichnet worden, Zitat, Angeber und Grosskatz, oder? Und jetzt, ich weiß nicht, ob das die Höchststrafe ist, Traum aller Schwiegermütter in der NZZ. Ja, so. Das ist die Höchststrafe. Höchststrafe? Ja, das ist die Höchststrafe. Das ist also berufsschädigend, oder? Das ist Rufmord. Nein, aber andererseits hast du das ja auch erarbeitet, indem du auf die Art und Weise gesagt hast, ich bin für alle da, von 6 bis 60 und etc. Das klingt schon ein bisschen. Nein, das habe ich ja nie gesagt. Ich habe nie gesagt, das hat sich so ergeben. Die Leute sind auf einmal gekommen. Genau. Oder? Und wenn etwas einen Weg findet und sich etabliert, egal auf welche Art, wird irgendetwas drin interpretieren, das ist immer relativ einfach. Und das ist ja das, was die Medien dann machen. Oder? Jetzt hat es ein paar ältere Leute, der Blick ist nicht mehr kredibil. Ja gut, jetzt kann man auf dem rumhacken. Was auch immer das ist. Gut, also du hast ja eine unglaubliche Bühnenpräsenz. Was eigentlich
optimal ist in der heutigen Zeit, wo die CD-Verkäufe runtergehen. Ich glaube, in den letzten Jahren wieder minus 30%. Spotify, wo man ein bisschen, das ist so ein Online-Dienst, wo man ein bisschen Geld bekommt, das findest du überhaupt nicht spannend. Also du lebst eigentlich weitestgehend von dem, was du auf der Bühne machst. Genau. Mhm. Also die Branche im Moment ist schon, was CD-Verkäufe betrifft, das ist richtig. Jeder hat das iPad, das iPhone, was auch immer das da auf dem Markt rum ist. Und kann sich das Zeug gratis aus dem Netz holen. Mhm. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich jung wäre noch in dem Sinn. Aber es steckt viel Arbeit dahinter, es stecken Produktionsgelder drin. Ich bin nicht vom Staat subventioniert, ich bin nicht von irgendwelchen Kulturgeldern gefördert, sondern das ist alles selbst. Ja gut, also wenn man Nummer 1 ist in der Schweiz, dann ist man Nummer 1 in der Schweiz. Wenn man Nummer 1 ist in Amerika, ist man Nummer 1 in der Welt. Also, du bist in dem Sinn limitiert, musst immer wieder alles neu machen. Genau. Du hast gesagt, ich bin Unternehmer. Du hast das ganze Zeug neu in die Hand genommen, oder? Genau. Genau. Also, was hast du genau für Überlegungen gemacht und dann Schritt? Irgendwann ist mir von kleineren Clubs in größere Hallen gekommen. Und in dem Level, wie ich das spiele, sagen wir so 3000 Besucher pro Konzert und man hat eine 14 Destinationen-Tour, wie du sagst, der Markt ist sehr limitiert. Da fängt es mal an, was für Hallen sind das, wo man überhaupt spielen kann. Das sind meistens Mehrzweckhallen, leer. Dort drinnen muss man Equipment fugen, also die PA-Anlage wird aufgebaut, die Bühne wird aufgebaut, das komplette Zeug wird aufgebaut, das kommt von uns. Also du machst das selber mit deiner eigenen Firma? Ich arbeite mit Leuten zusammen, die das machen über meine Firma. Ja. Okay. Also meine Firma ist quasi eine Drehscheibe, wo wir mit externen Leuten zusammen arbeiten, mit Lichtproduktionen zusammen, wir arbeiten mit PA-Firmen, also Tonfirmen zusammen, die das Zeug aufbauen. Wir arbeiten mit den Ticketcorner zusammen, damit Leute können die Tickets kaufen können, Veranstalter und so weiter. Und mit den Plattenfirmen? Mit den Plattenfirmen arbeiten wir auch zusammen. Universal ist der Vertrieb von mir, aber die machen eigentlich nichts anderes als CD und in die Läden stellen. Die ganze Produktion. Wie wenn du ein bisschen unzufrieden wärst? Nein, aber ja, das ist, was ich mache. Ja, in die Läden stellen. Also, du könntest das nicht auch allein? Nein, das könnte ich. Nein, das Vertriebsnetz ist gut, wenn das über sie geht. Sie machen das auch super. Vielleicht hat das jetzt ein bisschen so getönt, weil früher haben sie komplett alles gemacht. Ja, sie haben die Werbung gemacht und so. Promotion gemacht, Marketing dafür gemacht. Aber mit 14 Konzerten total ist das eigentlich nicht so toll. Der DJ Bobo, der macht wahrscheinlich ein Vielfaches, oder? Weil er eben in so viele Länder gehen kann. Ja, aber denken auch um DJ Bobo, seine Produktion und alles ist auch viel grösser. Ja, klar. Ich gehe davon aus, dass seine Company mehr Leute auch umfasst, weil es mehr zu bewirtschaften hat. Mehr Show. Und eigentlich bist ja die Show du, oder? Am Ende des Tages. Und wie ist das, jetzt, wenn du dort oben stehst? Was passiert? Ist wirklich das Adrenalin, das jedes Mal fließt? Oder ist hier und da eigentlich, komm, jetzt muss ich das nochmal bringen? Nein, ich muss sagen, wenn der Zeitpunkt kommt, wo ich merke, dass das letzte besagte Gefühl von dir dominiert, dann wäre wirklich der Zeitpunkt gekommen, zum Glauben zu hören. Ja. Weil ich mache das, solange es Spass macht. Wenn es keinen Spass mehr macht, dann sehe ich den Sinn dahinter. Ja, was machst du denn? Du hast mal gesagt, ich mache Musik, weil es mir Spass macht, nicht zum Profit machen. Aber du willst ja gerne Profit machen. Du hast jetzt ein Haus gekauft, liest Wirtschaftszeitungen, du hast Aktienkurs studieren etc. Also der monetäre Aspekt des Ganzen ist für dich immer wichtiger geworden. Muss ja. Weil ich muss Löhne zahlen, ich muss Leute zahlen. Ja, klar. Klar. Eben, aber da kannst du nicht einfach aufhören, so locker, oder? Wie du das jetzt sagst. Ich meine, Mick Jagger ist jetzt 70 und offenbar, ich weiß nicht, ob er immer noch Spass hat. Oder Leonard Cohen ist 80, muss aber noch Geld verdienen, weil er irgendwo geleitet wurde von einer Managerin etc. Also das Geld spielt immer noch eine große Rolle in diesem ganzen Business. Das Geld spielt in diesem Business auf dem Grund eine Rolle, weil, wie gesagt, es kostet einfach, zum Beispiel CD produzieren, Tonstudio, der Grafiker, ja. Das macht, die Leute, die mitarbeiten. Man generiert ja auch Arbeitsjobs durch das. Und oftmals wird man halt vom Musiker auch gezwungenermaßen, also nicht gezwungenermaßen, wenn man das weitertreiben will und bewirtschaften will, muss man die Verantwortung tragen und machen Geschäft mal. 50-50. Es gibt Situationen, die ich sehr gerne mache, und es gibt andere Sachen, die ich nicht so gerne mache. Du hast ein paar die grosse Kunst ist es, eine Balance finden zwischen der Artist bleiben und dann aber zum Geschäft kommen. Wie kreativ sein, du musst dann sich zurückziehen und wieder eine Idee haben und wieder 12 Songs schreiben, genau. Und Text schreiben etc. Das nächste Album, das dauert glaube ich noch, geht noch ein Jahr, oder? Das wird nächstes Jahr. Das Servicepublik muss noch ein bisschen funktionieren. Das funktioniert noch, ja. Genau. Du hast aber ein paar Rückschläge gehabt in deinem Leben in den letzten Jahren. Welches war das Schlimmste gewesen? Wow, was ist das Schlimmste gewesen? Es gab ein paar schlimme gegeben, aber über die möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr. Die sind jetzt breit geraten worden, ja, aber in den Medien. Wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, wie geht denn mit dem um? Also, das musst du alles verarbeiten können. Ich glaube, der schlimmste Rückschlag war schon, als meine Schwester gestorben ist. Also der Tod von meiner Halbschwester, muss ich korrigieren. Und sonst hat es noch ein paar... Aber du hast einen schweren Autounfall gehabt.
Rückenbruch, habe ich gelesen. Wenn der Rücken bricht, dann ist etwas kaputt. Das kann man nicht zusammenleiben. Also eine Deckplattenkompression war das. Das bedeutet, wenn zwei Rückenwirbel aufeinander krachen, vom Aufprall, durch die frontal in der Wand. Die Wirbel, das muss man sich so vorstellen, sind übereinander drin. Die haben Deckplatten oben und unten. Und die eine hat es innen gedrückt, 3 Grad. Wenn es 4 Grad gewesen wäre, hätte es operativ behoben werden. Ah, du hast nicht operieren. Okay. Und hast du jetzt Schmerzen? Oder? Ich merke es manchmal noch am Morgen, wenn ich aufstehe, wenn das Zeug noch nicht so warm ist. Aber ich mache auch viel Sport. Und ist es aber dein Fehler, dass du den Autounfall gehabt hast? Glattis. Glattis. Okay, dann ist die Stadt die Schuld. Ja, alle anderen nur. Die haben nicht gesalzen. Ich bin wirklich sauber gefahren. Ich bin 60 in einer 100er Strecke gefahren. Es ist Eisregen gekommen. Cool. Okay. Shit, ja. Also, du hast gesagt, du willst eigentlich eine Autobiografie schreiben. Man könnte so viel Spannendes erzählen. Das ist geil. Ja. Ich dachte, noch ein bisschen jung. Für eine Autobiografie würde ich noch ein Bierwitzli warten. Das passiert noch viel. Jetzt habe ich das Glas geklaut. Ich habe eben gedacht, der hat... Schwammendinge. Sehr gut. Also, wir warten auf die News aus dem Haus Blick. Also, es waren Antönungen in dieser Sendung, dass da irgendetwas rum ist. Jetzt werden ein paar Journalisten oder Journalistinnen Toren spitzen. Jetzt wird es wieder das Telefon haben. Genau, gut. Okay, ich danke vielmals, dass du gekommen bist. Gerne. Es war lässig. Okay, diese Sendung gibt es wieder in einer Woche. Jetzt geht es weiter mit der Tagesschau nach. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.